wir treffen uns heute zum Workshop Street Art und wir haben gestern und heute, also zweitägiger Street Art Workshop vom Museum Ostwall, verschiedene Arten kennengelernt, wie man seine Stadt verändern könnte. Natürlich ist uns klar, dass sich das immer an der Grenze zum Illegalen bewegt. Deswegen haben wir hier jetzt nur Sachen gemacht, die wir auch wieder ohne Überreste sozusagen entfernen können. Wir haben gestern mit Post-it-Zetteln gearbeitet, also diese Zettel, die man aus dem Büro kennt, und haben damit oben am Lautsprecher die Scheiben etwas verschönert. Dann machen wir jetzt gleich noch ein Projekt zu Tape Art. Da wird dann auf dem Vorplatz vom U eine Landschaft oder Bilder aus Klebebändern hergestellt. Und im Endeffekt geht es natürlich darum, einmal seine Stadt auch ein bisschen kennenzulernen, dass man im Endeffekt durch künstlerische Methoden und vielleicht auch sich selbst und die Stadt so ein bisschen in Einklang bringt, dass man Räume neu erfährt, einfach ein bisschen mehr Farbe in den Alltag bringt und natürlich auch Künstler und Künstlerinnen kennenlernt, die das auch professionell machen. Da haben wir uns gestern auch ein paar angeguckt. Das ist ja Teil des Ferienprogramms der Stadt Dortmund. Es gibt aber mehr Aktionen. Ja, das ist jetzt im Endeffekt so ein dreimonatiges Projekt. Also es fängt jetzt zu den Sommerferien an, zieht sich aber bis November letzten Endes. Und da geht es, also das Ganze läuft unter dem Motto Dortmund, ein Ort für uns. Also das spricht ja eigentlich schon Bände, dass man halt seine Stadt einfach ein bisschen besser kennenlernt, die Stadt auch wieder so als seine begreift, hat natürlich auch ganz viel mit Stadtidentität zu tun. Und da werden dann in verschiedenen Workshops im Endeffekt Projekte gestartet, Eltern und Kinder zusammen. Also das war uns auch ganz wichtig, dass einfach da auch so ein Dialog im Endeffekt entsteht und man zusammen kreativ ist und natürlich Eltern vielleicht dann auch endlich mal Zeit haben, sich mit ihren Kindern so richtig auf so ein Projekt einzulassen und es für die Kinder natürlich auch schön ist, wenn die Eltern einfach mal dabei sind und sie zusammen was machen können. Und in diesen Workshops geht es im Endeffekt, wie gesagt, darum, verschiedene künstlerische Methoden einfach kennenzulernen und immer halt in Verbindung mit der Stadt. Also wir hatten schon einen Workshop, wo im Endeffekt die Stadt so spaziergangmäßig erkundet wurde und Frottagen angefertigt wurden. Das heißt, man hat Papier genommen und einfach mal Gullideckel oder so durchgerieben, mal geguckt, was sind das eigentlich für Formen, die uns eigentlich ständig umgeben. Dann gibt es natürlich noch Fotoworkshops, weil natürlich Dortmund einfach auch eine tolle Kulisse ist, ne? Also dass man einfach unglaublich schön visuell sich auf diese Stadt auch einlassen kann.